Was geht ab, Leute? Heute ist soweit. Kasper und ich spielen die Arcade-Story in Roblox. Die ist auf jeden Fall mega heftig. Wir werden einfach in ein Spiel reingezogen und müssen dann quasi probieren, die Spiele zu überleben. Es wird heute ganz, ganz heftig. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like und Abo da, wer von mehr sehen möchte. Dreht auf jeden Fall einmal ganz euer Handy, drücken auf die Glocke und jetzt viel Spaß mit dem Video. Yo, Kasper! Was machst du denn hier? Oh, Brock, so schön, dich zu sehen hier, sag mal. Du, ich wollte hier ein bisschen einkaufen. Hier gibt's ganz coole Sachen, die du kaufen kannst, ne? Stimmt, ich sehe es gerade. So Taschenlampen, Medikits, Taschenlampen, und so. Teddybären. Lass mal gucken, was sie hier vorne noch hat. Die hat nämlich noch so richtig krasse Waffen und sowas hier vorne unterm Tresen versteckt. Unterm Tresen? Oha, okay, ich bin gespannt. Oh, stimmt. Ui, guck mal, hier eine Taschenlampe. Warte mal, die kaufe ich mir hier. Was ist mal. Das denn? Okay, dunkles Schwert? Was? Das kaufe ich. Ach, da hier. Das kaufe ich mir jetzt. Okay. Das sieht voll krass aus. Wozu brauchen wir das alles, Kasper? Pass auf, ich würde sagen, wir gehen hier mal in den Bus rein und dann erzähle ich dir mehr, okay? Okay, okay, gut, dann lass mal reingehen hier. Oh, jetzt sind wir auf so einem Trip gleich, oder was? Let's go, anscheinend. Ja, ich bin gespannt, wo es hingeht. Yippie. Guck mal, wo wir gelandet sind, Kasper. Was ist das? Das ist irgendwie so eine Spielhalle oder sowas, ne? Irgendwie genau, so eine, das ist, glaube ich, das Arcade-Paradies. Arcade-Paradies, so heißt das. Stimmt, cool. Meinst du, da können wir so Spiele spielen wie Pac-Man und so? Ich glaube schon, ja. Oh, das wäre richtig cool. Ich will spielen jetzt. Okay, lass mal gucken hier. So, was? Guck mal, hier brauchst du so Tickets. Guck mal. Ah, die kosten aber 10, die kosten immer 10 Dollar oder was? Das heißt, wir müssen erstmal ein bisschen spielen. Und hier kannst du hier auch... Hier. Oh mein Gott, ey, er steht mir im Weg. Du kannst dir hier Eiscreme kaufen. Ja, toll, okay, er steht mir im Weg. Ich habe gerade gekauft. Ich gehe jetzt mal spielen hier. Ich habe gerade was gekauft und dann stand mir im Weg, ich habe nichts gesehen. Wie, was hast du gekauft? Ja, hier, kannst du rangehen und spielen. Ey, wie geht das denn? Ja, toll, jetzt habe ich nicht genug Tickets. Ich mach. Runter und... Ja! Ich hab ein Einhorn! Ja, ich hab auch ein Einhorn. Ich hab auch ein Einhorn. Guck mal! Und ich hab auch ein Kaugummi. Guck mal hier, ich esse das jetzt gerade. Ich will noch mehr hier sammeln. Warte mal, was kann man denn noch so hier holen? Oh, guck mal, man kann ja auch so ein paar Essenssachen und sowas kaufen, Kasper. Ach, da kannst du dir Tickets holen, oder was? Anscheinend, ja, für so 10 Dollar immer. Aber wie kriegt man denn Geld? Gute Frage eigentlich, ne? Wir haben nicht genug Tickets. Ich auch noch nicht gesehen. Gibt's irgendwo einen Geldautomaten oder so? Hier bei dem? Oh, der muss anscheinend unbedingt auf Toilette. Aber irgendwer ist anscheinend... Oh, die haben gar kein Toilettenpapier, sagt er. Oh, okay. Okay, lass mal raufgehen. Vielleicht können wir da irgendwie ein bisschen noch was finden oder sowas. Ja, er sagt, wir sollen Toilettenpapier finden. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ah, okay, dann lass mal gucken. Vielleicht gibt er uns dafür Geld, dass wir da was finden oder so. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber wir haben auch nur 8 Sekunden Zeit und ich sehe kein Toilettenpapier. Ah, ja, okay, ja, ich sehe hier auch gar nichts. Aber alle am Zocken hier, ne, die ganzen... Sind alle am Zocken hier. Okay, so. Hier ist auf jeden Fall nirgends so Toilettenpapier. Oh, guck mal, der da hinten, der sagt, dass er auf jeden Fall richtig schlecht ist in dem Spiel. Hier, Charlie sagt das, ne? Oh, das Spiel ist Bombe. Welches Spiel spielt er denn? Hier, oder was? Hier, an dem grünen Automaten spielt er hier. Guck mal hier. Okay, also er sagt, er soll anscheinend eine Challenge machen, ne? Okay. Ja, ja. Aber was für eine? Ich glaube, der die meisten Punkte bekommt, gewinnt das Ganze. Ah, das hört sich doch gut an. Er schenkt dem Gewinner ein gratis Hamburger. Ein gratis Hamburger? Mhm. Das hört sich aber dann ganz, ganz verlockend an. Ich klicke auf den Coin. Oh Gott. Wir sollen aufs Geld drücken, auf den Coin drücken. Okay. Oh Gott, was passiert jetzt? Coin! Oh mein Gott, hier! Geldregen! Coin! Nicht auf die Bomben, Brock, oder? Nicht auf die Bomben drücken. Nee. Hier. Voll schwer, die Coins zu flicken. Auf jeden, meine Reflexe sind aber gut am Start hier. Bam, bam, ich treffe sie alle jetzt gerade. Mehr Coins. Ich will auch mehr Coins. Oh nein, zwei verhauen. Nein. Hier. Die sind manchmal viel zu schnell. Oh mein Gott. War's das schon? Hast du? Och Mann. Ich hatte 110 Punkte. 110? Ja. Ich hab 210. Hä? Ich habe einfach mal 100 Punkte mehr als du. Ja, aber es geht gar nicht. Ich habe vielleicht nur 3 oder so verfehlt. Ja, ich habe gewonnen. Was? Jetzt kriegst du noch ein gratis Hamburger, oder was? Ich krieg ein gratis Hamburger. Oh, ich habe ihn sogar schon. Guck mal hier. Oh, guck mal, wie lecker der aussieht. Toll, ich bin müde jetzt. Ich will nach Hause. Nein. Wir gehen jetzt nach Hause. Ich will nicht mehr. Ach, Charlie. Oh, so. Guck mal hier. Da sind wir doch zu Hause angekommen, oder was? Schon, ja. Hab doch gesagt, ich will nach Hause. Hab ich doch gesagt. Ja. Wir sind aber noch bei Charlie. Oh. Hallo, alle. Schön, euch alle mal zu sehen. Mein Sohn redet nur über euch. Mein Name ist Mrs. Greenoma. Okay. Was ist denn das für ein Name? Komischer Name. Ja. Okay. Können wir hier alle heute Nacht schlafen, oder wie sieht's aus? Das wäre echt cool, wenn das klappt, ne? Und sie sagt ja. Okay. Sehr gut. Danke. Das ist ja sehr korrekt, muss ich sagen, Kasper. Ja, das ist auf jeden Fall. Wollen wir uns mal hier ein bisschen umgucken? Ich würde sagen, wir gucken uns hier ein bisschen um. Was haben wir hier in so einer Garage? Ist hier noch irgendwas Cooles? Ja, ich glaube, die macht auf jeden Fall Essen, ne, die Mutter. Boah, hier liegt überall Geld rum. Oh mein Gott, du hast es gar nicht gesehen, oder? Das Geld unterm Auto, hast du es eben gesehen? Das habe ich mir geschnappt.
Ja, okay. Es war so klar, dass hier was ist. Es war so klar, dass hinter der Treppe was ist. So, hier noch irgendwo versteckt, hä? Geld? Ja, hinter der Treppe, danke für den Hinweis. Ja, und hier auch nochmal. Ich glaube, in der Küche ist gut Geld, ne? Habe ich auch das Gefühl. Ja, hier liegt direkt. Kann ich mir auch vorstellen. Hier sind sogar, oh, ich bin sogar schon im Schlafzimmer. Ja, das war auch klar. Nochmal was. Alter, wie viel Geld kann ich denn hier einsammeln? Sag mal, wie viel Dollar hast du jetzt schon? 157. Boah, so viel schon. Ich habe gerade mal 127. Okay, da brauche ich noch. Das ist ja voll wenig. Alter, was für voll wenig. Ich brauche einfach nur ein bisschen mehr Geld. Liegt hier auch noch mal irgendwo Geld jetzt rum? Liegt hier brauchen wir anscheinend nicht. Oh Gott, nur noch 9 Sekunden, sag mal. Ich gehe jetzt hier noch mal unten schnell in die Küche rein. Ich habe das Geld nochmal geschnappt. Ja. Und hier in der Ecke noch. 180. Nein! Okay. Ich habe es aber noch geschafft. Du, ich habe immer noch den Burger, ne? Guck mal hier, habe ich immer noch in der Hand. Ja? Den leckeren Burger, ja. Aber habe ich eigentlich keinen Keks bekommen? Setz dich mal neben mich. So. Ich hab einen Keks, ne? Du hast einen Keks bekommen? Oh, der hat so gut geschmeckt gerade, ne? Ich hab keinen Keks. Und guck mal, was ich noch habe. Ich hab noch einen Burger. So, Broxo, lass mal ins Bett gehen. Lass mal echt ins Bett. Ich muss hier noch mal einmal kurz ein Video aufnehmen. Muss noch ein Video aufnehmen. Jo, hallo Leute. Ich bin schon ganz schön müde, aber wir spielen heute noch mal eine Runde Roblox. Lass uns dann lieber Pizza bestellen, dann können wir vielleicht auch besser schlafen. Oh, das hört sich sehr, sehr gut an, muss ich sagen. Auf Pizza habe ich Bock. Auf was ist deine Lieblingspizza? Oh, Käsepizza. Uni oder Käse? Käsepizza, auf jeden Fall Käsepizza, oder? Ja, auf jeden Fall. Am besten noch mit Mais. Oh, ich sag dir, Mais auf der Pizza. Alter, es gibt ja wohl nichts Besseres als das, oder? Boah, und jetzt guck dir es an. Pass auf, Gaspar. Nom, nom, nom. Nom, nom, nom. Nom, nom, nom. Nom, nom, nom. Uiuiui, die hat ziemlich, ziemlich lecker geschmeckt. Guck mal, was ich auch noch habe, ne? Meine Taschenlampe vom Anfang. Habe ich auch noch. Die werden wir wahrscheinlich gut gebrauchen können oder so. Naja, ich glaube auch. Vielleicht, wenn es hier nachher dunkel wird oder so und ich auf Klo muss, muss ich auch mal was sehen. Ja? Okay. Broxo, ganz, ganz leise. Wir müssen uns rausschleichen hier unten. Komm mit. Ja, ich bin dabei. Mutti darf uns nicht hören. Wir müssen uns echt rausschleichen. Pass auf, da ist sie. Die Schlafwandel. Pass auf. Schnell, wir müssen zur Tür. Wir haben noch 2 Sekunden Zeit. Was? Wie? Das schaffen wir ja gar nicht mehr. Kasper! Nein! Aua! Oh mein Gott, ich muss mir Leben kaufen. So, nichts passiert. Nichts passiert, Kasper. Komm, lass spielen. Ich bin süchtig. Ich muss unbedingt wieder an die Maschine ran, ne? Ja, nur weil du gewonnen hast. Diesmal will ich aber gewinnen. Hui, guck mal. Wir sind schon da und hier liegt auch noch Geld auf dem Boden. Das kann ich gut gebrauchen, sag mal. Das Geld nehme ich auch mit. Ich kann mir voll viele Tickets kaufen mittlerweile. Ich habe $187. Ich habe $228. Wie hast du so viel Geld? Hat dir dein Gewinn auch nichts gebracht, ne? Oh, guck mal, der kann das aufknacken. Woher kann der das? Ja, wieso kann der sowas? Wieso kann Charlie sowas? Mach Taschenlampe hier, dann siehst du besser. Ja, Ehre. Ich mach lieber nicht Taschenlampe, dann... Sehen die nach, das werden wir noch erkannt oder sowas. Oh, es gibt eine Hintertür. Ah. Die sollten wir lieber nehmen. Okay, dann lass doch mal die Hintertür Jungs nehmen. So, Mädels, folgt Abfahrt. Mir. Wir gehen zur... Ja. Ah. Oh. Okay, wollen wir es machen? Wollen wir vorne rein, das Schloss knacken oder hinten rein? Ich würde sagen, wir gehen hinten rein, oder? Hinten rein, oder? Also, glaube ich, gar nicht mal so blöd. Wenn wir vorne das Schloss knacken, dann sieht es vielleicht noch jemand von der Straße oder so. Weißt, das Ding ist, vorne ein Schloss zu knacken, muss doch locker irgendwo Alarmanlagen drin sein. Ich meine, da ist auch Geld da drin in den Automaten. Ja, also ich sag mal, wenn hinten die Tür auf ist, dann wieso nicht? Weißt du? Ja, hier ist Geld, nehme ich mal ganz mit. Oh, das sieht doch gut aus. Nein! Oh nein. Okay, ich dachte gerade schon, das wäre eine Kamera da oben, aber das sieht nicht so aus. Ist auch eine Kamera, aber die funktioniert nur nicht. Ja, aber die, ja, anscheinend ist sie aus, ne? Irgendwie. Oh Gott, ja! Okay. Oh Gott, es ist so dunkel, ich hole jetzt die Taschenlampe raus. Okay, oh Gott, jetzt werde ich... Ich werde mir alles holen. Warte mal, aber kann ich überhaupt spielen? Ich habe ja, ich habe kaum noch Tickets, sehe ich gerade. Hast du Tickets? Nee, ich habe nicht Tickets. Oh, er hat Licht angemacht, Ehre. Okay. Und was machen wir jetzt hier dran? Aber an welchem Automat spielen wir jetzt am besten? Guck mal den an. Stimmt, der ist kaputt, ne? Stimmt, und da auch. Okay, krass. Warte mal, was meinst du, ist das für ein Automat? Meinst du, der sieht irgendwie besonders aus? Oder kann man irgendwas Besonderes dann spielen? Keine Ahnung, vielleicht ist er einfach nur kaputt oder so gewesen. Guck mal, die hat das auch runtergezogen. Stimmt. Oh, wollt ihr es wirklich anmachen, hier das Teil jetzt? Komm, mach an das Ding, ich will wissen, was das für ein Spiel ist. Oh mein Gott, das ist doch bestimmt irgendein Gruselspiel, sonst wäre es doch nicht abgedeckt gewesen. Ich hatte wahrscheinlich war der Automat kaputt oder sowas. Ja, habe ich halt auch gedacht, aber ich sag dir, guck mal, das sieht so aus, als würde der funktionieren, oder? Mit der voll viel Geld. Oh! Hä? Ein Automat! Hä? Guck ihn dir an! Der brennt! Der brennt, ne? Der Automat brennt! Ah! Oh, was passiert? Hä? Hilfe! Was passiert hier gerade? Hilfe! Was ist hier? Was ist Broxo? Broxo, was ist hier los? Hä? Wo sind wir? Hallo? Kaspar? Ich sehe dich, aber ich sehe alles ganz weiß. Siehst du das auch? Sind wir im Himmel? Ich sehe auch alles ganz weiß. Sind wir jetzt tot? Ist das so? Ja, vielleicht, oder? Oder wir wurden in eine andere Dimension teleportiert. Oh nein. Hallo, Spieler! Wow, ihr seid insgesamt 5 Stück, das ist ja super. Nein, wo sind wir? Wir sind in einem Videospiel? Wir sind in einem Spiel anscheinend drin, oder? Oh nein. Hallo, lass uns raus.
Entspann dich, Charlie. Hä, woher kennt ihr seinen Namen? Ihr seid in der Welt der Spiele. Ich sammle euren Namen ein, damit wir spielen können. Okay, worüber redet der überhaupt jetzt hier? Sag mal, vor allem, was soll das für ein Spiel sein oder für ein Automat? Entspannt euch und hört mir zu. Oh. Um hier rauszukommen, müsst ihr alle Spiele bewerkstelligen und auch alle Level erfolgreich meistern. Sonst werdet ihr sterben. Wie viele Level sind das denn überhaupt? Boah, das weiß ich auch nicht ganz drei genau. Drei Stück meint er eben, glaube ich, ne? Okay, drei Stück. Okay, okay. Was? Okay, der sagt, guck mal, der sagt dir, dass das voll easy ist, aber das glaube ich nicht. Okay, okay. Wir sollen also sozusagen drei virtuelle Spiele in echt spielen jetzt, ne? Ja. Wollt ihr wieder zurück in die echte Welt? Ja. Dann mach das, was ich sage. Okay, Kasper. Also ich habe verstanden. Okay, okay. Wir müssen jetzt das machen, was er sagt. Und wenn wir es nicht machen... Wir müssen drei Spiele spielen. Und aber die drei Spiele müssen wir besiegen. Was passiert jetzt als nächstes? Wie gehen die Spiele jetzt los? Oh Gott. Es kribbelt alles. Wir werden teleportiert und... Es kribbelt. Oh Gott. Wo sind wir jetzt? Willkommen in eurem ersten Spiel. Was? Oh. Okay, das ist unsere erste Challenge jetzt, oder was? Dungeon Survival. Dungeon Survival? Was? Ich habe eure Daten aufgenommen. So, also wisst ihr, was ihr zu tun habt oder nicht? Viel Glück. Ich gebe euch keine Tipps. Okay, also wir müssen jetzt irgendwie diese Dämons oder so überleben. Das haben wir ja schon mal gespielt, glaube ich. Schon mal gespielt? Ich weiß nicht genau. Ich gehe auf jeden Fall schon mal hier oben rauf. Ja, halt glaub, bei, als Arcade. Das ist halt ein Arcade-Spiel, ne? Hast du das? Oh Gott, wo sind die jetzt? Da ist einer schon. Okay, komm. Der kann mir hier oben nichts. Der kann mir hier oben nichts. Ja. Einfach. Ah. Hau drauf, hau drauf. Wir müssen auch besiegen. Bam. Oh. Okay, zwei Dämonen. Oh nein, da kommen noch mehr. Ja, da kommt der nächste. Haben wir nächsten hier hinten. Komm, rauf. Boom. Oh Gott, das ist ja eine Massenkarambolage hier. Pass auf. Der steht auf dir drauf. Ja, ich hab's auch gerade gesehen. So, haben wir zack, auch. Zack. Bam. Zack. Bam. Haben wir nächsten. Komm, nächsten. Bam. Aua, sag mal, der hat ja auch einen Säbel. Noch einer. Aua, der haut mich hier. Alter, die haut mich so. Voll. Okay, ich hab nur Hälfte meines Lebens. Ich hab sie alle geholt, aber... Das war easy, ne, eigentlich? Das war echt easy. Voll leicht, muss ich sagen. So, erstmal rauf hier. Komm, wir entspannen uns hier mal ein bisschen. Gut gemacht, Spieler. Jeder hat überlebt. Das war ganz schön krass. Aha. Kannst mal sehen. Hä? Ja, hättest du wahrscheinlich nicht gedacht, du blöde Maschine. Erzähler. Ja, ja. Ah, es kribbelt schon wieder, Kasper. Wir fangen an mit dem zweiten Challenge. Ah, es kribbelt. Ah. Oh, wo sind wir denn jetzt gelandet? Hä? Was? Okay, das ist anscheinend ein Labyrinth oder sowas, ne? Das ist ein mysteriöser Wald. Da gibt's ein Portal, das wartet auf euch. Das müsst ihr nehmen. Ihr müsst das Portal finden, bevor die Zeit abgelaufen ist. Oh nein. Ihr habt exakt eine Minute, um das Portal zu finden. Nein. Und das Labyrinth zu überleben. Nein. Sonst was? Sonst was? Was? Oder ihr werdet zu einer Steinstatue. Was? Wieso? Nein! Ihr solltet lieber jetzt anfangen zu laufen! Okay. Wir müssen jetzt hier dieses blöde Portal finden. In welche Richtung läufst du? Ich glaube hier diesen Weg, oder? Ja, mach du den linken, ich mach den rechten. Oh, wo bist du langgelaufen? Ich weiß es nicht. Roxo? Hier liegt auf jeden Fall schon mal Geld. Hier ist Wasser auf dem Boden, okay. Oh, hier ist auf jeden Fall noch... Wo soll das Portal sein? Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin, Kasper. Ich weiß auch nicht, ob ich hier richtig bin. Das ist ein Labyrinth, ne? Ich sehe es! Was? Bei mir! Wo bist du denn? Ich bin geradeaus, als wir gespawnt sind. Ich seh dich. Ja, komm her. Da ist das Portal. Oh mein Gott, ich hatte richtig Glück, dass ich es gesehen habe. Aber hoffentlich ist es auch an, ne? Warte mal, aber ja, das sieht an aus, alles gut. Oh ja, ist auf jeden Fall... Ja, das ist es doch, Komm rein hier, Alter, wir haben das... Weil lass doch warten auf die anderen, oder? Die finden das vielleicht gar nicht. Ich bin schon drin. Oh mein Gott, wir werden einfach als Einzige überleben, ne? Was? Schaffen die anderen es nicht? Ich hab's nicht gefunden, aber vielleicht gibt es mehrere Portale. Ah, okay, das kann auch sein, ja, aber oh mein Gott. Also, wenn ich jetzt nicht schaffen, als wenn wir jetzt beide die einzigen Überlebenden sind, sag mal. Zwei von vier haben es nur geschafft. Nein. Was? Sind die anderen jetzt so Steinstatuen geworden? Guck mal, wir können die wiederbeleben, ne? Stimmt. Machen wir aber nicht. Ihr seid für immer hier gefangen im Automaten. Es ist Zeit für eure dritte Challenge. Okay. Es kribbelt schon wieder. Es kribbelt wieder alles. Okay, wo sind wir jetzt? Was? Hä? Okay. In irgendeinem Wald oder was? Ich mach mal lieber ein bisschen Licht an hier, ne? Muss ja ein bisschen heller werden. Ich auch. Okay, das ist anscheinend ein Gruseltower. Wir müssen nach ganz oben kommen und sonst gehen wir drauf. Wir dürfen nicht runterfallen. Guck mal, das ist so Jump and Run, ne Obby. Also sind quasi in einem Tower mit vier Phasen. Wald, dann Oh mein Gott, was? Als nächstes, glaube ich, so Stein oder noch irgendwas anderes. Und wenn du runterfällst, dann verbrennst du in Lava, ne? Oh mein Gott. Und das Ding ist, wir müssen quasi schaffen, bis zur vierten Phase nach oben zu kommen, bevor die Lava uns quasi frisst, weil sie steigen. Oh mein Gott, wir dürfen nicht runterfallen, Broxo.
Oh mein Gott, okay, wann geht's los? Was ist die Zeit? Die Zeit startet jetzt! Oh, ja, lauf hier! Hier drüben! Hier, nein, hier! Heavy Hitbeard, hier! Oh mein Gott! Bei mir auch! Ja? Okay, gut! Ja, aber hier ist schwieriger! Oh Gott! So, ich oh mein Gott! Okay, das ging gut, Ich sehe schon die Lava unten! Oh mein Gott, stimmt! Oh mein Gott! Oh mein Gott, jetzt darfst du nicht mehr Kasper, lauf! Lass dich nicht hetzen! Nee, ich bin schon beim Sand! Hier hoch! Oh mein Gott! Oh Gott, ich bin auch beim Sand. Okay, sehr gut schon mal. Erstes Level schon mal geschafft. Wo müssen wir jetzt lang? Ich bin hier schon mal. Kannst doch hier die Leiter hochklettern. Nein. Oh mein Gott, Kasper, was machst du denn? Hier die Steine? Ja, ich wusste nicht, wo lang. Hier die Steine. Oh mein Gott, Kasper. Das sieht ja easy aus. Kommt die Lava schon unten durch? Ich bin schon beim... Nee, noch nicht ganz. Nein! Das ist auch eine Leiter, ne? Ja, ich seh's. Oh Gott, die Lava kommt schon durch. Ja, spring. Jetzt darfst du nicht mehr runterfallen. Ich darf nicht in diese Trichter fallen da. Nein, ich bin in der... Nimm die Leiter. Oh mein Gott! Nimm die Leiter! Oh mein Gott! Ich muss mich kurz konzentrieren hier. Eine Sekunde. Okay, ich muss schon selber wieder hoch, sonst hole ich die Lava gleich selber. Wo muss ich hier lang? Ich bin fast aufgegangen gerade. Hier links. Okay. Oh mein Gott, das war gerade so knapp, Kasper. Alter, ich war einfach schon in der Lava drin, ne? Wie brennen eigentlich jetzt deine Füße? Die müssen doch voll brennen. Ja, die tun übel weh. Ich habe schon übel Leben verloren, ey. Bin halt tot. Oh Gott, jetzt bin ich hier schon im Schneegebiet. Schneelevel hier? Okay, sehr gut. Haben wir. Wo müssen wir lang? Achso, hier drüben glaub, Eisblöcke, siehst du genau, die Eisblöcke, ja. Okay, die Lava darf ich nicht einmal berühren, dann bist du direkt down, ne? Ja, ich weiß. So, hier musst du, oh mein Gott, auch vorsichtig rüberspringen, Kasper. Oh, ja, aber machbar, ne? Hier vorne. Alles machbar. Okay, haben wir. Oh, hier liegt noch Geld. Geil, auf ganz entspannt, mitnehmen. Entspannt. Ja! Und? Hab ich's geschafft? Ja! Ich glaube, wir haben's, oder? Oh Gott, es fängt wieder an zu kribbeln. Es kribbelt. Wir sind die ersten Spieler, die es geschafft haben, Kasper. Spieler, die es geschafft haben. Und jetzt lass uns nach Hause zurück. Entspannt euch. Bevor ihr abhaut, müsst ihr noch eine Sache machen. Ich muss euch noch eine Sache sagen. Ich weiß, ich habe euch gesagt, ich würde euch gehen lassen. Nein. Aber jetzt habe ich meine Meinung geändert. Ich lasse euch nicht gehen. Ihr seid so weit gekommen. Na, niemand hat es bisher geschafft bis hier. Oh mein Gott. Wie sollen wir das jetzt überleben, Kasper? Könnt ihr mich überleben? Wow. Pass auf. Wow. Oh mein Gott, das ist irgendeine komische Kraft. Ah. Oh mein Gott, irgendeine Energie. Wow. Alter, Blitze. Oh mein Gott, was ist für eine Energie hier auf einmal? Hä? Oh mein Gott. Lauf, du musst immer schön laufen. Ja, ich bin am Laufen. Oh Gott. Wo müssen wir hin? Hilfe! Pass auf, geh nicht in diesen Kreis rein! Ah! Oh Gott! Ja. Pass auf, was ist das denn? Hä, was ist das? Oh mein Gott! Aua! Das sind so Striche, pass auf! Das ist unheimliche Energie! Oh mein Gott, ich bin fast tot, ich bin One-Hit! Kaspar, du hast nur noch 1 Millimeter Leben! Ich weiß, ich darf nicht drauf gehen! Oh, hier vorne noch ein bisschen so... Oh, no. Oh Gott, das Kraft hier ist schon knapp! Hilfe! Okay, jetzt kommen die Striche! Okay, jetzt immer schön ausweichen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Die jagen mich! Die drehen sich immer nur in diese eine Richtung! Ja, alles entspannt. Okay, das haben wir. Wir haben's. Nein! Ey, diese blöden Ringe. Ja, ich sag dir, die sind einfach unvorhersehbar. Oh mein Gott, die sind unvorhersehbar, die Teile. Komm, wir werden ihn überleben. Wir werden ihn überleben. Ja. Rüberspringen. Ja, und... Oh Gott, oh Gott. Aua. Das hat weh gerade. Oh Gott, vorsichtig jetzt hier. Oh, alles entspannt. Okay, jetzt kommen die Ringe wieder. Das war's mit euch. Ihr müsst sterben. Nein. Oh Gott, pass auf. Hilfe. Der hat die letzte Kraft. Guck mal, wie viel der auf einmal macht. Oh Gott. Hilfe. Guck mal, der verbraucht seine ganze Energie. Der hat gleich keinen Strom mehr, ne? Ah. Wie viel Strom hat der? Pass auf. Ah. Oh, ich erkenne kaum noch was. Ah. Ich mach die Lampe raus. Ah. Das muss seine letzte Energie sein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die letzte Kraft. Die letzte Kraft, die er rausprügelt. Wow. Oh mein Gott, ich bin schon wieder fast tot. Und? Hä? Ja. Ich glaube, wir haben es überlebt. Oder? Haben wir es geschafft? Wir sind noch in der Matrix gefangen. Hallo? Hallo? Was ist gerade passiert? Ich weiß es nicht ganz genau. Sind wir jetzt frei? Können wir jetzt nach Hause? Ist es jetzt vorbei? Ist es jetzt fertig? Hä? Aber wo ist Charlie? Stimmt, den habe ich aber auch schon seit dem Parcours nicht mehr gesehen. Den Charlie. Ich habe keine Ahnung, wo der sein soll. Ah. Oh, es wird wieder hell, Broxus, es wird wieder hell. Ah, oh mein Gott. Es kribbelt. Ah. Wow. Oh, Game over. Wir sind wieder zurück im Spielcenter.
Ey, wir müssen hier weg, Kaspar, bevor jetzt vielleicht irgendwer noch kommt. Oh mein Gott, wir müssen sofort raus. Und guck mal, da steht echt Game Over drauf, ne? Also dieser Automat, der ist wirklich ein Horrorautomat. Aber was ist mit Charlie, weißt du? Gute Frage. Wo hast du ihn das letzte Mal gesehen? Ich habe echt keine Ahnung, wirklich. Wo habe ich ihn das letzte Mal gesehen? Ich weiß es auch nicht genau. Lass mal kurz gucken, wo Charlie ist. Vielleicht ist er irgendwie Charlie auf Toilette oder so. Hier raucht es auch voll, als würde es hier brennen oder so. Ne? Aber hier ist war halt echt so. Hier ist er, ich hab ihn. Hier in der Küche, beim Bazar. Oh, er sieht ganz Charlie, schön verängstigt aus. Wie bist du hierher gekommen? Erzähl mal. Er weiß es nicht genau, er ist verängstigt. Hä, okay. Aber er wurde zurückgelassen. Was? Und dann ist er hier aufgewacht? Okay, oh dann komm, also, Charlie, lass uns hier rausgehen. Charlie, lass auf jeden Fall mal abhauen hier. Ich finde das hier ganz, ganz gruselig. Oh mein Gott, das war ja mega gruselig. Oh, guten Morgen, Kaspar. Alter, war das ein Traum oder habe ich das oder war das wirklich gestern Abend? Ich weiß auch nicht. Ey, warte mal. Charlie sagt, wir sollen Fernsehen gucken. Okay. Was? Was soll da drin sein? Arcade-Desaster. Was? Hä? Spiel wurde. Okay, das Zentrum wurde geschlossen, weil Menschen verschwunden sind. What? Okay, ich hoffe mal, die finden nicht heraus, dass wir das waren, ne? Ich hoffe es auch nicht, sag mal, oh mein Gott. Aber was genau ist denn letzte Nacht überhaupt passiert? Ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Ich weiß es gerade auch nicht, es ist alles so ein bisschen verschwommen oder so. Vielleicht war das auch alles nur so ein Traum. Also vielleicht war es echt nur ein Traum, ne? Aber guck mal hier beim Fernseher. Okay, die sagen anscheinend, dass da irgendwas... Was sagen die Leute denn? Kinder, Frühstück ist fertig. Oh, da steht, dass der Besitzer von dieser Spiel, vom Spielcenter... Dass der, okay, der hat nicht mal eine Versicherung, ne? Oh mein Gott, also ich hoffe auf jeden Fall, dass die niemals herausfinden, dass wir das waren. Das soll es von dem Video gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn es so ist. Checkt auf jeden Fall eins in meinem Video aus. Dann haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.